Herzlich willkommen zu meinem sechsten Impulsvideo. Gottes Gnade und Wahrheit sollen dich beim darüber nachdenken begleiten. Ja, ich habe den Hintergrund gewechselt, um dir den Anblick auf mein etwas unaufgeräumtes Arbeitszimmer zu ersparen. Die Abendmahlsfeier ist die einzige Feier, die Jehovas Zeugen gemeinsam mit vielen anderen Gästen begehen wollen. In diesem Video möchte ich anhand der Bibel aufzeigen, warum Christen in fast allen Punkten anders als die Wachturmgesellschaft dieses Ereignis veranstaltet. Wieder sind viele Bibelzitate aus der Neuen Weltübersetzung. Diese soll ganz bewusst als gemeinsame Grundlage gelten. Weil aber dort viele Stellen im Neuen Testament verfälscht sind, empfehle ich sie in keinster Weise für das eigene Bibelstudium. Nach dem Intro geht's gleich weiter. In diesem Video werden Lehren der Wachturmgesellschaft mit der Heiligen Schrift verglichen. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch, aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal. Kommentare, die die Würde des anderen achten, sind herzlich willkommen. Jesus sagt, tu dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Es geht ums Abendmahl. Wie behandelt nun die Wachturmgesellschaft dieses Thema? Hier einige Statements. Hier mal aus den Unterredungen anhand der Schriften. Gedächtnismahl, Abendmahl des Herrn, ein Mahl zur Erinnerung an den Tod Jesu Christi, eine Feier zum Gedächtnis an seinen Tod, der wesentlich weiterreichende Auswirkungen hatte als der Tod irgendeines anderen Menschen. Es handelt sich dabei um den einzigen Anlass, den zu feiern Jesus Christus seinen Jüngern angewiesen hatte. Es wird auch Herrenmahl oder Abendmahl des Herrn genannt. Dann, wie oft wird dieses Abendmahl bei den Jehovas Zeugen gefeiert? Sie, so heißt es hier, beobachten das Gedächtnismahl am 14. Nisan nach Sonnenuntergang gemäß der Berechnung des jüdischen Kalenders, der im 1. Jahrhundert gebräuchlich ist. Also klar, einmal. Dann weiter. Wer nimmt von dem Brot und dem Wein? Und auch da wieder einen kleinen Ausschnitt aus den Unterredungen anhand der Schriften. Somit sollten alle, die heute von dem Brot und dem Wein nehmen, ebenfalls Personen sein, die Christus für diesen Bund für ein Königreich aufnimmt. Wie viele sollen davon nehmen? Jesus sagte, dass nur eine kleine Herde das himmlische Königreich als Belohnung empfangen würde. Die Gesamtzahl sollte sich auf 144.000 belaufen. Mit der Auswahl der Glieder dieser Gruppe wurde im Jahr 33 unsere Zeitrechnung begonnen. Demnach müssten es heute nur noch wenige sein, die davon nehmen. Weiter heißt es in dem Buch der Einsichten über die Heilige Schrift, da die Miterben Christi als Könige und Priester über die Erde regieren werden, wird das Königreich seinen Untertanen zum Segen sein. Natürlich sind diese Personen am Königreich und an seiner Entwicklung interessiert. Darum sind sie bei der Feier des Abendmahls des Herrn anwesend. Doch da sie, also diese Leute, weder Miterben Christi noch geistliche Söhne sind und auch nicht am Tod Christi, interessant, auch nicht am Tod Christi und an der Hoffnung teilhaben, durch eine Auferstehung zum himmlischen Leben mit ihm vereint zu werden, nehmen sie nicht von den Symbolen. Zu diesem Abendmahl werden viele Menschen auch eingeladen, wie es auch hier im Wachturm von 1971 deutlich wird. Da heißt es, den gesalbten Fußstapfennachfolgern Jesu Christi, mit denen er einen Bund für ein himmlisches Königreich geschlossen hat, dient das Abendmahl zu einem ganz besonderen Zweck.
dadurch, dass sie vom ungesäuerten Brot und vom vergorenen Rotwein nehmen, geben sie zu verstehen, dass sie mit ihrem Haupt eins sind und ihm treu bleiben wollen. Weiter heißt es, aber nicht nur die Zeugen Jehovas, die entweder das eine himmlische oder eine irdische Hoffnung haben, sind bei der Feier zum Gedächtnis an den Tod Christi willkommen. Die Tatsache, dass im vergangenen Jahr bei etwa 1.480.000 tätigen Zeugen Jehovas in der ganzen Welt über 3.200.000 Personen dem Gedächtnisball beiwohnen, zeigt, dass mehr Besucher zugegen waren als Zeugen Jehovas. Alle, die Wahrheit und Gerechtigkeit lieben und alle, die sich ihrer geistlichen Bedürfnisse bewusst sind, sind willkommen. Zusammenfassend könnte man sagen, das Abendmahl der Wachturmgesellschaft wird einmal im Jahr gefeiert. Von den Symbolen dürfen insgesamt nur 144.000 Jünger von Jesus nehmen. Diese allein sind Miterben, ihnen gehört der Bund, die himmlische Hoffnung und sind Teilhaber am Tod ihres Herrn. Die anderen Jünger nehmen nicht von den Symbolen, außerdem gibt es noch viele speziell dafür eingeladene Gäste. Soweit einmal. Nun, was sagt die Heilige Schrift? Schauen wir uns zuerst mal den Wunsch des Herrn Jesus an, wie er im Lukas-Evangelium Kapitel 22 aufgeschrieben wurde. Da heißt es, als schließlich die Stunde kam, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, ich habe sehnlichst begehrt, dies Passa mit euch zu essen, bevor ich leide, denn ich sage euch, ich werde es nicht wieder essen, bis es erfüllt wird im Königreich Gottes. Dann ab Vers 19. Auch nahm er ein Brot, dankte, brach es und gab es ihnen, indem er sprach, dies bedeutet mein Leib, der zu euren Gunsten gegeben wird. Tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Ferner den Becher nach dem Abendmahl, in dem er sprach, dieser Becher bedeutet den neuen Bund Kraft meines Blutes, das zu euren Gunsten vergossen wird. Ich beobachte hier, der Herr sehnt sich danach, dieses bestimmte Passa und zwar allein mit den Jüngern zu feiern. Der Herr erweitert nämlich diese Feier mit seinem Abendmahl. Jeder, der von den Symbolen nimmt, weiß, dass Leib und Blut des Herrn für ihn gegeben wird und der neue Bund ihm gilt. Die Jünger hören, dass sie dieses Mal immer wieder durchführen sollen. Schauen wir uns weiter an, was im 1. Korintherbrief steht. Da schreibt der Apostel Paulus, Vers 23, ich lese nur den Ausspruch, dies bedeutet mein Leib, der für euch ist, tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Und dann Vers 25, dieser Becher bedeutet den neuen Bund Kraft meines Blutes, tut dies immer wieder, so oft ihr ihn trinkt zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Becher trinkt, verkündigt ihr immer wieder den Tod des Herrn, bis er kommt. Wieder meine Beobachtung, auch Paulus bestätigt die Worte des Herrn, dass er von seinen Jüngern möchte, dass sie das Abendmahl zur Erinnerung halten. Dieses Erinnern soll nicht nur gedanklich vonstatten gehen, also nicht nur, dass man daran teilnimmt, beiwohnt, sondern indem man Brot isst und aus dem Becher trinkt. Der Herr Jesus hat ja mit seinem größten Einsatz das größte Geschenk für seine Nachfolger erkämpft. Es ging ihm um nichts Geringeres als um die Rettung für das Reich Gottes. Die Häufigkeit der Feier. Also Jehovas Zeugen nehmen es ja nur einmal im Jahr.
Wir wollen uns mal darüber Gedanken machen, wie häufig soll denn das Abendmahl gefeiert werden? Und da ist mir aufgefallen, der Begriff Brotbrechen, dass er eine Handlung des Abendmahls ist. Und es ist auch mit der Grund, warum die meisten Christen das Abendmahl öfter feiern als einmal im Jahr. Ich habe hier Schlachterbibel und Neue Weltübersetzung gegenübergestellt und in diesen Bibelstellen sind sie gleich. In 1. Korinther 10 und in 1. Korinther 11 wird über das Brotbrechen gesprochen. Da heißt es ja, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen? Ja, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Oder auch im 1. Korinther 11, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten war, Brot nahm, es dankte und es brach. Also hier wird als Handlung des Abendmahls das Brotbrechen genannt. Und hier sehen wir auch nochmal den griechischen Text, einmal aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ihr seht es dann links oben, die Nummer 10, das ist eben Kapitel 10, dann der Vers 16. Und da steht unten, dass wir brechen, also klomen. Und auch in Kapitel 11 wird eklasen, also auch, dass Jesus das Brot gebrochen hat. Das ist also eine Bezeichnung für das Brechen selbst. Hier nochmal die griechische Erklärung, was mit diesem Brechen zu tun hat. Hier sehen wir, das Brotbrechen ist ein Synonym für eine gemeinsame Mahlzeit oder auch für das Abendmahl. Der biblische Kontext muss die Bedeutung erschließen, ob dieser Begriff jetzt für eine gemeinsame Mahlzeit gebraucht wird oder für das Abendmahl selbst. Schauen wir uns Apostelgeschichte 2, Vers 42 an, da heißt es: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Neue Weltübersetzung hat hier Einnehmen von Mahlzeiten schon gleich in eine Richtung gesteuert. Im Grundtext heißt es tatsächlich in dem Brechen des Brotes. Nun die Erklärung, so wie ich diesen Abschnitt verstehe. Als nach Pfingsten viele Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, wird diese junge Gemeinde auf vier Säulen gestellt. Einmal Wort Gottes. Sie sollten quasi ständig sich mit der Lehre der Apostel beschäftigen. Die Apostel haben sie belehrt. Dann praktische Liebe. Die Gemeinschaft wird hier betont. Also das gehört auch dazu, zu einer Gemeinde. Wort Gottes, Liebe ist das Zweite und dann das Abendmahl, das Brotbrechen und dann auch das gemeinsame Gebet. Was hier auch bemerkenswert ist, dass es hier heißt, in dem Brechen des Brotes. Dies weist auf ein ganz besonderes Mahl hin. Für mich ist hier deutlich, dass es hier das Abendmahl gemeint ist. Denn sonst wüsste ich nicht, warum das so besonders hervorgehoben wird. Die zweite Stelle, die mir wichtig wurde, ist in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da heißt es, und in jenem Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Auch hier wieder der Grundtext, wo es auch darum geht, dass es wirklich hier heißt, dass sie das Brot gebrochen haben. Hier, ja. Sie brechen nun zu Hause Brot. Ja.
Meine Erklärung: Die ersten 3000 Christen, Apostelgeschichte 2,41, davon wird gesprochen, dass 3000 Menschen sich dem neuen Weg, dem Weg des Glaubens mit Jesus verbunden haben. Diese sind so begeistert von ihrer neuen Beziehung zu Gott, dass sie anfangs jeden Tag sich im Tempel getroffen haben. Dort werden sie natürlich von den Aposteln belehrt. Apostelgeschichte 5, Vers 2 macht es deutlich, dass dort immer wieder die Apostel sind. Und dort können sie auch gemeinsam beten. Auch das wird in Apostelgeschichte 3, 1 gesagt, dass man sich im Tempel zum Gebet traf. Da jedoch im jüdischen Tempel man unmöglich das Abendmahl halten kann, feiern diese Christen dieses Mal in ihren Häusern. Und dort haben sie auch enge Gemeinschaft untereinander. Warum ich denke, dass hier auch vom Abendmahl gesprochen wird, macht Folgendes deutlich. Der Bibeltext zeigt den Unterschied von Speise zu sich nehmen und Brotbrechen auf. Somit sind Mahlzeit und Brotbrechen zweierlei Ereignisse. Ja, in der Schlachterbibel, die ich hier mit hellblau immer wieder gekennzeichnet habe, wird es mit diesem Komma auch deutlich. Sie brachen das Brot in den Häusern, Komma, nahmen Speise, die Speise mit Frohlocken, ist ein Unterschied. Und auch die Neue Weltübersetzung macht dies mit diesem Und deutlich. Ja? Nahmen ihre Mahlzeit, wenn es hier jetzt Abendmahl gemeint ist, ja, und nahmen mit großer Freude und aufrichtiger Herzen Speise zu sich. Ja? Also hier wird von zwei Ereignissen gesprochen, vom Abendmahl und vom Essen. Die dritte Stelle, die mir aufgefallen ist, steht in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und es geht mir immer darum, wie häufig wird eigentlich das Abendmahl bei den ersten Christen gefeiert. An dieser Stelle heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Auch hier wieder zum Brotbrechen. Es war der erste Tag der Woche, es war der Sonntag, dem Auferstehungstag des Herrn. Da treffen sich die Jünger zum Brotbrechen und um den Apostel Paulus zu hören. Aber bei dieser Sonntagsversammlung geschieht nun etwas sehr Schreckliches. Weiter heißt es, ab Vers 9 lese ich hier, und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herein oder herbei und waren nicht wenig getröstet. Haben mir gedacht, wie können die Jünger angesichts des toten Jungen, ja, steht ja in Vers 9, eine eigene Mahlzeit zu sich nehmen, wird da nicht jedem der Bissen im Hals stecken bleiben? Meine Erklärung zu dieser ganzen Geschichte wäre, auch wenn Paulus die Jünger zum Glauben auffordert, Vers 10, ja, macht keinen Lärm, die Seele ist noch in ihm, dann muss er vorausgehen und einen sichtbaren Anfang machen. Also er muss den Jüngern zeigen, dass er glaubt. Und er fängt an, das Abendmahl zu halten. Und dieses Mahl soll von den eigenen Umständen weg auf den allmächtigen Herrn lenken.
Ja, das bedeutet nicht, dass sie dann jetzt irgendwie gegessen haben und haben sich einfach nur gesättigt und da draußen lag der tote Junge, sondern sie haben während des Essens das Abendmahl gefeiert und haben sich somit im Glauben gestärkt und sich auf den allmächtigen Gott konzentriert, der alles kann. Nur so kann ich das verstehen, sonst würde mir selbst bei der angesichts des toten Jungs das Essen im Hals stecken bleiben. Nun, Bedingung zur Teilnahme. Schauen wir uns 1. Korinther 10, Vers 16 bis 17 an. Da heißt es, ist der Becher der Segnung, den wir segnen, nicht Teilhaberschaft am Blut des Christus? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhaberschaft am Leib des Christus? Weil es ein Brot ist, so sind wir, obwohl viele, ein Leib, denn wir alle haben an diesem einen Brot teil. Weiter heißt es in 1. Korinther 11, 23 bis 26. Ich lese hier wieder ab den Anführungsstriche, wo der Herr Jesus sagt, dies bedeutet mein Leib, der für euch ist, tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Ebenso tat er auch in Bezug auf den Becher nach dem Abendmahl, indem er sprach, dieser Becher bedeutet den neuen Bund, Kraft meines Blutes, tut dies immer wieder, so oft ihr ihn trinkt, zur Erinnerung an mich, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Becher trinkt, verkündigt ihr immer wieder den Tod des Herrn, bis er gekommen ist. Hier wird deutlich, am Beispiel möchte ich auch sagen, eines Eheringes, ohne Worte wird hier etwas ausgedrückt. Der Ehering macht ohne Worte deutlich, dass man in einem Ehebund lebt. Und beim Abendmahl, wenn ich die Symbole nehme, mache ich auch etwas ohne Worte deutlich. Einmal von 1. Korinther 10, ich habe Anteil am erlösenden Blut von Christus. Dann, ich bin Teil von dem Leib des Herrn Jesus. Ich gehöre mit zu seiner Gemeinde. Dann hier aus diesem Bibeltext, ich darf im neuen Bund leben, den Jesus auch mit mir geschlossen hat. Und der Herr Jesus ist mein Herr, denn seinen Tod verkündige ich. Ich verkündige des Herrn Tod und wenn ich als Verkündiger da bin, sage ich natürlich, dass er mein Herr ist. Und er ist tatsächlich gestorben, somit hat er auch für meine Schuld bezahlt. Ich glaube fest, dass Jesus aber auch auferstanden ist und lebt und warte auf sein Wiederkommen. Hier wird deutlich, dass nur die Nachfolger von Jesus das Abendmahl nehmen. Mit euch, ihr oder Leib, wird dies klar unterstrichen. Die Jünger von Jesus, die durch die Aufnahme ihres Herrn zu Kindern Gottes wurden, treffen sich zu dieser Familienfeier. Indem man Brot und Kelch einander reicht, hat diese Feier einen glaubensstärkenden Charakter. Dabei macht jeder Teilnehmer klar, dass er ganz zu Christus und ganz zur Bruderschaft gehört. Jetzt komme ich noch zu einigen Anfragen in Bezug auf das Abendmahl der Wachturmgesellschaft. Meine Frage ist, warum wird hier diese Veranstaltung überhaupt als Zählveranstaltung durchgeführt? Also in den Jahrbüchern wird immer wieder erwähnt, wie viele Leute daran teilgenommen haben, wie die Steigerung ist. Auch hier im Jahrbuch 1987 wird gesagt, auch eine neue Höchstzahl an Gedächtnismahl Anwesenden wurde erreicht, ja, mit 8 Millionen und so weiter. Und dann wird auch noch gesagt, wie viel Prozent mehr es gegeben hat in Bezug auf 2 Jahre vorher. Meine Frage ist hier, wird das Abendmahl, welches der Herr Jesus für seine Jünger eingesetzt hat, nicht als Zählversammlung missbraucht? Möchte Gott überhaupt solche Zählungen?
Will die Wachturmgesellschaft neben den Segnungen Jehovas auch ihre eigene Stärke zeigen? In Bezug auf Zählung habe ich eine Stelle aus 1. Chronik gefunden, und da ging es darum, dass der König David auch mal zählen wollte. Und da heißt es: Und Satan ging daran, gegen Israel aufzustehen und David anzureizen, Israel zu zählen. Da sagte David zu Joab und den Obersten des Volkes: Geht, zählt von Beersheba bis Dan und bringt mir Bescheid, damit ich ihre Zahl kenne. Joab aber sprach: Möge Jehova zu seinem Volk 100-mal so viel, wie ihrer sind, hinzufügen. Gehören sie nicht zu mein Herr und König, sie alle meinem Herrn als Knechte? Warum sucht mein Herr dies? Ja, warum sucht David dies? Warum sollte er eine Ursache der Schuld für Israel werden? Warum wollte David, dass Israel gezählt wird, um zu sehen, wie stark er ist? Joab hat hier weise gehandelt. Hier wird deutlich gemacht, David wird von Satan versucht, das Volk Gottes zu zählen. Joab will dies verhindern und macht darauf aufmerksam, dass Gott durch souverän sein Volk mehren kann. Im Klartext heißt das: David, vertraue doch auf Gott und nicht auf Zahlen. Du versündigst dich sonst gegen Gott. Meine weitere Frage an die Wachturmgesellschaft: Wie ist das überhaupt mit diesen 144.000, mit diesem Überrest, der noch da ist? Hier nochmal das Zitat aus Unterredungen anhand der Schriften. Wer nimmt von dem Brot und dem Wein? Dort steht: Mit der Auswahl der Glieder dieser Gruppe wurde im Jahr 33 unserer Zeitrechnung begonnen. Demnach müssten es heute nur noch wenige sein, die davon nehmen. Schauen wir uns mal diese Statistik an, wer denn da dran teilnimmt. Ich habe hier unten die Jahreszahlen mal aufgeschrieben von 1938 bis 2019. Und dann sehen wir hier die Teilnehmer. Das sind hier 36.732. Natürlich sterben dann immer weitere von dieser Gruppe. Es kommt ja eigentlich keine mehr dazu, ja, von diesen 144.000, denn es wird ja jetzt die andere Herde eingesammelt. Und so nimmt es auch rapide ab. 1940, 50, 60 geht weiter bis auf 2000, wo es dann 8.661 waren. Und dann auf einmal wächst die Zahl wieder. Es ist jetzt so, dass schon über 20.000 Teilnehmer wieder am Abendmahl nehmen. Also das heißt, sie bezeichnen sich als Geistgesalbte, als Leute, die bei den 144.000 wären. Aber normalerweise müsste es rapide abwärts gehen, dass heute eigentlich gar keine mehr von denen da sind. Dies ist für mich sehr interessant und zeigt mir nur, dass die ganze Geschichte mit diesen 144.000 auf sehr tönernen Füßen steht. Und hier meine dritte und letzte Anfrage an das Abendmahl der Wachturmgesellschaft: Ist diesmal nicht ein Bekenntnis der Entbehrung? Wer beim Abendmahl anwesend ist und nicht von den Symbolen nimmt, legt nämlich auch ein Bekenntnis ab. Er bekennt sich zu folgenden Dingen: Ich gehöre nicht zur kleinen Herde von Jesus. Ich gehöre nicht zum geistlichen Israel Gottes. Ich bin kein Teilhaber am Bund mit Jesus Christus. Folglich wurden meine Sünden auch nicht völlig durch den Tod
Jesu getilgt. Ich gehöre nicht zu den bluterkauften Königen und Priestern von Jesus. Ich gehöre nicht zu den geistlichen Brüdern von Jesus. Ich bin kein Miterbe Christi. Ich bin kein geistlicher Sohn Gottes. Folglich habe ich auch nicht den Heiligen Geist. Abschlussbemerkung. Jesus sagt einmal: Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, Heuchler, weil ihr das Königreich der Himmel vor den Menschen verschließt. Denn ihr selbst geht nicht hinein, noch erlaubt ihr, dass die hineingehen, die sich auf dem Weg dorthin befinden. Steht die Wachturmgesellschaft nicht in der gleichen Gefahr wie damals die Pharisäer? Jesus sagt, tu dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Und genau das haben die ersten Christen auch getan. Am Anfang sogar täglich, dann wöchentlich. Und auch ich möchte bekennen, dass es eine sehr schöne Feier ist, wenn ich mich mit meinen Geschwistern zusammensetze, gemeinsam das Brot breche und es herumreiche, den Kelch nehme und ihn auch herumreiche und daran denke, der Herr Jesus starb für mich. Und der Herr Jesus hat meine Schuld bezahlt. Und ich freue mich, dass er auferstanden ist und lebt. Und ich warte auf sein Wiederkommen, zusammen mit meinen Geschwistern. Haben dir diese Gedanken geholfen? Waren sie ausreichend aus der Heiligen Schrift belegt? Was denkst du darüber? Zu welchem Schluss bist du gekommen? Auf deine Entgegnungen oder auch Ergänzungen bin ich gespannt. Die Links zu den Quellen sind in der Videobeschreibung zu finden. Ich habe vor, noch weitere Videos zu veröffentlichen, die sich alle um den Herrn Jesus drehen. Wenn du Vorschläge hast, kannst du sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir eine positive Bewertung da und abonniere den Kanal. Ich freue mich, von dir zu hören. Tschüss!